Genau, mein Text trägt den Titel Nichts passiert viel und ist im April letzten Jahres entstanden. Also dementsprechend passt es thematisch ganz gut zum Thema Ausnahmezeit, würde ich sagen. Viel Spaß. Bei Tage schlafende Straßen. Phrasen wie eine neue Ära beginnt oder nichts wird sein wie zuvor. Wabern wie leere Luftblasen durch den menschenfreien Raum. Werden der Dramatik kaum gerecht. Die Echtheit der Lage wird immer wieder angezweifelt. Ihr weißen deutschen Akademikerkinder, Kriege, Krisen als Geschichtsrelikt Vorfinder, was soll euch schon passieren? Ihr habt nun wirklich nichts zu verlieren, weil ihr allein mit eurer Geburt doch schon alle Schlachten geschlagen habt. Habt ihr? Fragt ihr jetzt geschlossen plötzlich Menschen Fragen. Sagen, da muss man doch was machen, was tun. Doch Einfallsreichtum scheint sich auf Sprachlosigkeit auszuruhen, Zuversicht mal eben auf dem Nachhauseweg verloren. Aus der Jackentasche gefallen wie Werbegeschenkbonbons. Frühlingssonne lächelt zynisch auf scheinbar unikatäre Hundebesitzer, Kinderwagenschieber herab, die vereinzelt urbane Grünflächen sprenkeln, Farbtupfer in der Notwendigkeit ihres Handelns eisern der Verwilderung von Kolonisation entgegentrotzend. Pferdestaffeln nehmen Radlern Segways die heute kaum begehrten Plätze im Stadtbild weg. Stadt gleicht beinahe einer Sperrzone, jetzt zumindest für manch einen Menschen, und langsam macht sich Mutter Erde wieder bemerkbar. Grät sich siegessicher in Metropolen, Städtchen hinein, ein paar Delfine dürfen es sein, ja. Gebietsfragen hat man aber jetzt mit der Natur zu klären, weil da ja auch gar keine Menschen mehr wären, mit denen man kämpfen könnte. Ziehen sie doch alle in denselben Krieg, aus Angst vorm Kranksein. Die Krankheit des Menschen wird eins mit der Genesung der Natur. Pur, roh holt sie uns ein, uns Kronen der Schöpfung, da hat sich Gott wohl mal wieder selbst in seinem Sarkasmus übertroffen. Was? Oder hat er uns schon längst den Rücken zugekehrt? Sag, wie war das noch mit dieser Theodizee? Solch große Gedanken macht man sich zu Hause sitzend, wo auch sonst. Biedermeier ist schließlich eingekehrt, diesmal unfreiwillig zwar, doch kein Zweifel, Biedermeier ist wieder da. Nur, dass man politische Fragen heutzutage nicht mehr aussperren, vor der Haustür liegen lassen kann, denn das Private ist politisch, die Lage ja schon recht kritisch, man spricht von Katastrophenfall, Notstand, Lockdown, jetzt sind alle wieder weg in Tauben. Wenn nicht daheim, dann das Experiment einkaufen wagen, das an Erlebnisgrad einem Ausflugstag gleicht. Zunächst Warteschlange vorm Geschäft. Dann eintreten, aber vorsichtig dem Gegenverkehr ausweichen. Achtung, hin und wieder gibt's auch Geisterfahrer, solche, die die Richtungsanweisung übersehen oder durch Einbahnstraßen gehen. Pfeile missachten. Das heißt heute Rebellion oder gegen den Strom schwimmen. Dort drinnen im Supermarkt befinden sich Menschen, die grotesk tänzeln, Abstand einzuhalten versuchen. Sonst droht das Fluchen oder die hochgezogene Augenbraue des Gegenübers. Gegenüber befindet sich ein Schild, das die Überforderten in ihrem Bestreben bestärkt. Sie sind mit Abstand die Besten. Zwar trägt heute keiner mehr eine weiße Weste, keiner hat sich rausgeputzt, geschminkt, frisiert, und ich gebe zu, auch der Anlass ist schwer erkennbar, doch mir scheint, die ganze Welt feiert gerade Maskenball. Bälle von Vorwurf und Schuldzuweisung werden sich zugespielt quer über die Kontinente hinweg. Verbergen sie ihre Angst und Wut, verzerrten Fratzen hinter gut oder schlecht sitzenden Masken. Manch einem scheint diese Art von Waffen lächerlich. Manch einem scheint schon alles verloren. Manch einer sagt, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Manch einer spricht gar vom Anfang des Endes. Endlose Endzeitgespräche über eifrige Endgeräte. Mehr denn je nimmt digital-analog den Platz weg. Dialog wäre wichtig jetzt, aber was kann man denn noch sagen? Wenn man nicht mal mehr weiß, was man denken soll, Sollbruchstelle, Schicksal, gehen wir in unserer selbstgewählten globalen Gefälligkeit zugrunde? Ist das unsere Achillesferse? Vor die Hunde gehen scheint einfach heutzutage, fragt man den Otto-Normalverbraucher. Doch brauchen wir das alles eigentlich wirklich? Wir konsumieren so viel, bis unser Körper keinen Platz mehr für die Kotze hat, die uns jetzt so konsequent unter die Nase gerieben wird. Ach, wären wir doch bescheiden geblieben. Oh, gute alte Zeiten, Zeit, Gesundheit, Klopapier, das sind jetzt die Uhren, Autos, All-Inclusives to present. Präsent sein, da und alles hinterfragend. Das Nonplusultra heutzutage. Dankeschön.